Hallo meine Freunde, willkommen zurück hier in unserem kleinen Dorf im Oxbo. Ey, was stehst du denn direkt vor der Tür, Katzimira? Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich habe gestern nochmal mein Baumenü durchgeschaut. Und da ist mir aufgefallen, wir können doch ein Wirtshaus bauen. Also, werden wir schon mal das Wirtshaus anzeichnen hier. Oh, hier stehen noch ein paar Steinpilze, die nehmen wir erstmal mit. Und dass wir unsere Leute endlich in die Kneipe gehen können. Das wird natürlich die Arbeitsmoral und die Stimmung gleich etwas heben. Wenn man abends ein gepflegtes Bier trinken kann. So, jetzt ist bloß die Frage, wo setze ich hin? Das Wirtshaus hier hinüber. Da müsste ich vielleicht den Baum hier noch... Ich probier's mal. Moment. Wir schauen mal rein. Gebäude, das ist Produktion. Und hier haben wir's. So, jetzt gehen wir gleich... Halt. Zurück. Wer hat sich jetzt hier... Hey! Have you heard about a horse that could climb on roofs? He may look like an idiot and talk like an idiot, but don't let that fool you. Was? Er mag aussehen wie ein Idiot und reden wie ein Idiot. Ist auch ein Idiot, gell? Ja, freilich. Ist richtig. Hast recht. Es gibt Hindernisse, die die Baustelle blockieren. Was ist denn da? Was ist blockiert denn da? Jetzt ist es der Vogel, der hier durchläuft. Ja. Hä? Was soll denn da blockieren? Ein Baum oder was? Ich glaube, ich werde doch erstmal noch den Baum wegmachen. Was soll denn sonst hier noch blockieren? Was ist der Baum hier? Steckt schon zu weit. Ich hole mir meine Axt und wir legen mal den Baum um. Ich habe garantiert, ich habe keine mehr einstecken. Da holen wir uns eine Axt und eine Schaufel. Also, auf alle Fälle brauchen wir jetzt mal eine Eisenaxt. 42 habe ich schon. Gut. Und eine Eisenschaufel. Eisenschaufel. Da haben wir noch... Oh, da haben wir erst 8. Produzieren die überhaupt welche? Da muss ich nochmal in der Schmiede nachgucken. Ob die auch welche produzieren. So, wir nehmen erst einmal unsere Eisenaxt auf die 3. Die Eisenschaufel auf die 4. 3. Erst wollte Axt zücken. Den hier hinten können wir stehen. Ich denke mir mal, dieser hier hat ein bisschen gestört. Mach mal weg. Ich denke mir sowieso, da wäre sowieso irgendwie eh im Weg gewesen. Dann hätten wir dort... Zweige durchs oder die Äste durchs Dach gekragelt. Ne, wir machen den gleich weg. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Den Stein räumen wir weg. Das räumen wir nachher alles noch ab hier. Jetzt nehmen wir die 4. Weg ist er. Gut. Bau haben wir in der Hand und wir räumen jetzt hier erstmal, was hier noch so rumsteht. Auf alle Fälle stehen hier noch ein paar Pilze rum. Die räumen wir weg. Steine. Äste, alles was ja noch so an Baumaterial rumsteht und rumliegt, räumen wir erstmal weg. Wollen wir ja nicht vergeuden. So, hier hinten sind noch Steine. Ne, Äste. Ich dachte, das war ein Stein. Die Breitblättrigen machen wir noch weg. So, das ist ja sehr schön, dass wir jetzt ein Wirtshaus bauen können. So, gut. Der Bauplatz dürfte mal reichen jetzt. Liegen Pilze. Wenn der Schwiegermutter zu Besuch kommt, werden wir da eine Pilzsuppe kochen.
Ich bin frech, ich weiß. Gut. So, gut. Hier wollen wir jetzt das Wirtshaus herstellen. Also. Y, Häuser, Produktion, Wirtshaus. Na bitte, können wir doch hier herstellen? Können wir noch ein Stück hier hochgehen? Ein kleines Stück. Ja, das stellen wir hier her. Gut. Perfekt. So, jetzt brauchen wir 10 Holzstämme für das Fundament. Und das bauen wir erstmal rein und dann müssen wir loslegen, müssen sehen, wo wir Baumsetzlinge herkriegen. Die haben wir ja vergessen, in Pistovia zu fragen. Aber ich denke mal, in Piastovia. Da müssten wir eigentlich sowas bekommen. Deswegen mache ich ja die Holzstämme rein. Ich brauche jetzt noch 5. Stetigen. Irgendwas zum Verkaufen braucht man gar nicht mitzunehmen. Die haben ja alle kein Geld mehr drin. Die haben wir ja schon richtig ausgefleht. Ich wüsste sonst nicht, wo wir welche kaufen können. Was ich mitnehme, mal sehen, ob der Kollege noch... Ne, das wird erst im Winter sein. Da hat er erst wieder Geld. Ne, wir machen das nicht. So, gut. Wir laufen jetzt mal... Ne, wir holen uns erstmal noch was zu essen. Ja, was habe ich da noch einstecken? Ich muss ja... Oh, ich habe noch 3 Eintöpfe. Ne? Da brauchen wir eigentlich bloß erstmal einen reinhauen. Den Hammer wegräumen, den Bogen in der Hand und dann laufen wir nochmal nach Piastovia. Und ich mache hier mal einen ganz kurzen Cut. Den Weg kennt ihr ja nun mittlerweile nach Piastovia. Ich melde mich dort unten wieder. So, meine Freunde, ich bin jetzt unten in Piastovia. So, gehen wir mal auf den Markt. Ich denke mir, der Gemüsehändler, der hat bestimmt auch Baumsetzlinge. 4 Sorten haben wir. Dann nehmen wir also von jeder Sorte 6 Stück. 24 können wir aufbauen. Ach, dieser Kastellan, da geht man hier. Gut, alles klar. Das müsste hier hinten der Kollege sein. Hi, Alfred. Alfred, zeig mir deine Ware. Der hat 0 Geld, genau. Nee, der hat keine, der hat nur Fressereien. Der hat keine Sämereien. Can I interest you in some of my wares? Leb wohl. Goodbye. Prices so low, you won't believe your eyes. Wer hat hier? Markus Lafne. Hey, Alfred. Hallo, Freund. Zeig mir deine Ware. Der müsste doch so was. Apfelbaumsetzlinge, 6 Stück. 16,9. Die nehmen wir doch erstmal mit. 16 für 16, 17. Für 17 Geld können wir sie mitnehmen. Die nehmen wir mit. F. E. F. So. Birnbaumsetzlinge. Nehmen wir A6 mit. F. Keine 7, sondern 6. Bestätigen. So, dann brauchen wir Pflaume und Kirsche. Kirschbaumsetzlinge. F. 6 bestätigen und wir brauchen noch Pflaumen. Mohnsamen, habe ich da überhaupt welchen? Ich nehme dann mal noch ein paar Mohnsamen mit. 30 dürfte erstmal reichen. Und jetzt Pflaumenbaumsetzlinge. 6, nein, keine 7, sondern 6. Bestätigen. Perfekt.
Da brauchen wir hier noch etwas. Roggen, Roggenkorn, rote Beete, Samen, Schöpflöffel, nee, Steine brauchen wir nicht. Tierfutter brauchen wir nicht. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Wolgern. 91 für einen Wolgern. Ne. 119 mal Wolle. Ich brauche... Ne, das ist genauso teuer. Ne, das ist nicht so teuer. Wenn wir aus 10 mal Wolle einen Wolgern machen, kostet uns dieser ganze Spaß 65 pro Wolgern. Ich nehme mal diese Wolle mit. F. E. Ja. F, gut. Whatever you need, I've got it. Take care. So, was hab ich denn drin zum Verkaufen? Ich hab hier einen Haufen Zeug dabei. Fleisch. 40 mal Fleisch. Also, na gut. Nee, warte, da hat er jetzt Geld. Wo ist er denn? Ja, den haben wir doch. Den haben wir doch zu Wohlstand verholfen, zu Geld verholfen. Zeig mir deine Ware, das holen wir uns zurück. Dann kriegst du erstmal den Edelreizer hier. Dann kriegst du von mir die Eisenaxt, die verwendete, die gebrauchte. Den Eisenhammer, die Eisenschaufel, die zwei Federn und die 40 mal Fleisch. So, dann habe ich noch 7 Fliegenpilze, die kriegst du auch noch. Die Holzschale, die ich leer gefuttert habe. Dann 20 mal Leder. Ich habe genügend Leder. Jetzt ist er schon wieder blank. Alles klar, wir haben uns unser ganzes Geld wieder geholt. Aber ich habe noch 6 Steine. Die kann ich dir noch verkaufen. Jetzt hast du noch 1,2. Und noch 2 Steinpilze. Für einen Stock reicht das Geld nicht mehr. Alles klar, leb wohl, mein Freund. So, wir haben doch ganz gute Geschäfte jetzt gemacht. Wir haben sogar mehr eingenommen, als wir ausgegeben haben, wie es aussieht. Moment, wir schauen mal rein. 14.000, nee, nicht ganz. Wir hatten, glaube ich, 14.800. Egal. Aber ein sehr gutes Geschäft gemacht. Wir haben wieder was verkauft. So, jetzt geht's wieder nach Hause und den Weg kennt ihr auch alle noch. Und ich hoffe mal, dass unsere Leute in der, im Feldschuppen jetzt was machen, wenn ich diese Setzlinge ins Lager lege. Denn bisher rühren die keinen Finger, um das Feld zu beackern. Oder die Plantage. Alles klar, bis gleich, meine Freunde. So, ich bin zu Hause wieder angekommen. Jetzt räume ich erstmal das Zeug hier alles aus. Ich habe schon 2 Sorten eingeräumt, weil ich wieder vergessen habe, euch zur Tür zu holen. Das Leder, was ich noch übrig habe, das kommt auch wieder hier rein. Der Mondsamen kommt hier rein. So. Blaubaumsetzlinge. Und dann muss ich ja noch die... Nee, die habe ich schon alles raus. Gut. Was kann ich noch raus tun? Steinmesser räume ich raus. Die Stecke, die 49, das ist, wo wir einen Bauplatz beräumt haben. Die Wolle räumen wir auch aus. So, das soll es gewesen sein. Ich denke gerade daran, dass wir ja eigentlich unser drittes Materiallager noch gar nicht aufgestockt haben. Und auch nicht unser... Halt. Zurück. Ich muss... Holz reinräumen. Sonst wird das nichts. Ich muss auch mal in die Holzschuppen gucken, ob da noch Stämme rumliegen. Halt, hier ist es doch, hier drüben haben wir es doch. Ich muss doch Holzstämme. Nein! Die Minzen will ich ja nicht allein rein. Irgendwie komme ich immer mit dem Finger auf die falsche Taste, dass ich da immer irgendwelchen Quatsch hier veranstalten will. So, wieder hier rauf. Holzstamm.
F, E, F. Ich weiß, ich komme immer auf die D-Taste. Das ist es. Beziehungsweise brauchst du die ja bloß bei der Tastatur ein bisschen anzutippen, zu berühren und halt Stimme. Ist er ausgelöst worden. So, das hätten wir jetzt drin. Wie viel habe ich denn jetzt? Und das machen wir drüben. Wir gehen jetzt nach drüben. Wir bauen jetzt einen Holz. Ich muss einen Hammer mitnehmen. Ich habe ja meinen Hammer verkauft. Brauchen deinen Hammer. Hallo, habt ihr noch einen Hammer für mich? Ja, 23 haben wir noch. Gut. So, und ich denke mal, dass wir im Winter uns nachher um unsere unser Wirtshaus kümmern. Ja, ja. Richtiger Herbstnebel ist ja über dem Wasser. So, da. Gebäude. Lager. Materiallager 3. Und, jawohl. So, Bretter liegen hier noch rum. Bauhammer in der Hand. Ach, die habe ich ja noch gar nicht gesockelt. Den muss ich ja wieder sockeln. Alles klar. Zwei. So, na dann fangen wir erstmal an, die Holzstämme wieder einzuhauen. Ja. Hier an die Wände jeweils einen Holzstamm rein. Den Innenausbau machen wir gleich fertig. Giebel. Nein, den Giebel sollst du bauen. Jetzt, gut. Und jetzt noch ins Dach. Ach, Bretter hatte ich wohl auch noch einstecken. Ach ja, die hat man ja von hier noch übrig. Uch. Hier lang, dahin. Dahin, das holen wir uns nicht. Ne, wir haben doch hier hinten Bretter. Oder wir können sie auch hier drin herausnehmen. Bretter, wir haben ja genug Bretter, alles klar. F. Sind garantiert zu viele, aber egal. Dach zu machen hier. So, und jetzt holen wir uns die Steine. So, Holzstämme raus. Bretter raus. F, E, F. Holzstämme. Und hier haben wir Steine liegen. 1000. 400. I. 300 schmeißen wir wieder hin. Nein. Ach. So. Was hier fällt, ein Holzstamm drin. Ne? Na, guck mal. Da haben sie uns vor uns wieder betrogen, beschissen. Weil sie gesagt haben, es ist fertig mit Holzstämmen. Na, da holen wir uns den Endstamm. So, und die Steine. Wie viel habe ich noch Steine drin? So viel dürften es nicht mehr sein. Zwei. F, E, F. Und ein Holzstamm nehmen wir uns mit.
So, perfekt. Das hätten wir erst bald. Das Lebensmittellager, das rüsten wir im Winter auf. Das machen wir später. Jetzt interessiert mich erst einmal, ob unsere Leute jetzt das Feld bearbeiten. Unsere Plantage. Wir haben jetzt die Setzlinge drin. Die müssten jetzt ja nur langsam mal anfangen, die Plantage zu bearbeiten. Aber das sieht nicht danach aus. Da ist keiner draußen. Da ist keiner draußen und hackt das. Das gibt's ja wohl gar nicht, oder? Funktioniert das nicht oder bin ich hier, habe ich hier was verpasst? Das geht doch eigentlich gar nicht. Moment, Verwaltung. Ich kann doch hier nichts. Ich hätte gern hier festgelegt, was ich hier für Bäume draufsetze. Und das geht offensichtlich nicht. Offensichtlich muss ich die Plantage selbst hacken. Oder? Und muss sie wohl auch selbst bepflanzen. Düngen brauchen wir die ja nicht. So, da holen wir uns jetzt mal eine Hacke. So, Moment. Da brauchen wir eine Eisenhacke. Holen wir uns eine Eisenhacke. Hier haben wir eine. F. Eine. So, und die legen wir uns auf die 3. Ich glaube, nachher, wenn sie bepflanzt ist, das pflegen sie nachher schon und die ernten auch. Aber irgendwie haben die hier keinen Bock, die Plantage zu bearbeiten. Bin ich hier fertig? Aha, ach, wo ist? Irgendwie habe ich mich jetzt in der Richtung irgendwie vertan. Da werden wir auch einen kleinen Zaun ringsrum machen. Unsere vor Wildfraß schützen. Unsere Setzlinge. So, jetzt nochmal zwei einfache Säckchen. Zwei Stück nochmal mit. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Einfache Säckchen. F. Zwei. Und wir nehmen unsere ganzen Setzlinge mit. F, E, F. Da müssen wir es halt selber machen. F, E, F. Unsere... Aber ich werde da noch ein Feld anlegen. Kleinen Moment. Da könnt ihr auch was machen. Kirschbaumsetzlinge, F, E, F. Und zwar, wo die Nara Mondsamen ausbringen. F, E, F. Da gehen wir erstmal hier hin. Den werde ich das schon beibringen, ja. So. Also nochmal. Y. Ne, keine. Landwirtschaft, Welt. Wie weit geht unsere Plantage bis hier?
Ein zweiter. Nee, da muss ich ja oben auch einen zweiter machen. Das soll ja ringsrum gehen. Nee, das habe ich noch. Das geht nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Egal. Also von. Nein. Ein Bau haben wir noch dabei. Ja. Abreißen, das Feld reißen wir wieder ab. Ja. Gott. Nein. Bauen. Brauchen wir ja eigentlich gar nicht den Bauhammer. Aber wir machen das so. Halt. Landwirtschaft, Felder. So. So, na gut. Hier ist unser Feld. Nee, das ist nicht so der Hit. Das ist nicht so der Hit. Hier unten am Wasser. Wir machen das anders. So. Ein Feld 3. Bis dahin machen wir ein Feld. Jawohl. Und hier drüben. Was denn? Es ist für Feierabend. Ja, ja, es ist 18.22 Uhr. Alles klar. Da ist die ganze Bande schon wieder daheim. Und der Alte kann ja noch was machen. Gut. Der Dorfvorsteher kann noch arbeiten. So, jetzt nehmen wir uns. Jetzt nehmen wir uns ja die Section. Eins davon. Das legen wir uns auf die 4. Wächst unser 4. Plantage. Und zwar fangen wir an mit Kirsche. Einmal Kirsche, jawohl. So, jetzt kommt was anderes. Glaube. Nee, wir machen das anders. Stein. Kern, Stein. Genau. Jetzt sind wir Pflaume. So. Da haben wir doch unsere Plantage auch fertig, auch wenn wir sie selber machen mussten. Da muss ich mal bei Steam mal reinschreiben, mal fragen, wenn sie das mal implementieren wollen. Dass die Plantage auch, dass ich das auch festlegen kann. Genau wie die. Wie die Sämereien, dass ich sagen kann, hier pflanzt ihr oder sät ihr halt die und pflanzt ihr die in die Bäume. So, und jetzt haben wir noch Apfel. Ja. Gut.
Apfelbäume noch hierher und dann haben wir es ja auch geschafft für heute. Und wir sehen uns auf alle Fälle in der nächsten Folge wieder. Das ist, da haben wir Winter. Da kümmern wir uns um unser Wirtshaus. Und, naja, auch wenn Winter ist, werden wir da einen kleinen Biergarten anlegen. Denn so viele Plätze haben wir ja, glaube ich, gar nicht im Wirtshaus. Das hier haben sie noch nicht gemacht. Das können sie dann später machen. So, und da unten werde ich vielleicht auch noch etwas, ja, hier können wir noch eine Rabatte mit Dings machen. Und auf alle Fälle werde ich hier unten am Wasser einen Zaun setzen. Da werde ich vielleicht einen Bretterzaun setzen. Von hier an, hier runter, ja, das müssen wir uns überlegen. So, alles klar, meine Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da ist es Winter. Und wir werden unser Wirtshaus bauen. Endlich ein Wirtshaus. Alles klar, ich sag dann mal Tschüss, bis zur nächsten Folge.